Der Razer Raichu Ultimate Controller ist ein High-End-Controller für die PlayStation 4. Er besitzt eine fette Ausstattung, allen voran die RGB-Beleuchtung, austauschbare Sticks und programmierbare Tasten an der Unterseite und an der Vorderseite. Doch rechtfertigt das den hohen Preis von, Achtung, 200 Euro? Schauen wir erstmal, was in der Packung alles steckt. Und lassen uns überraschen, was drin steckt. Nämlich, das ist eigentlich schon die erste Überraschung, ein sehr schickes Etui, eine Transporttasche. Ganz eigentlich wie der Xbox Elite Controller. Der kommt nämlich auch in so einer schönen Tasche. Wir haben ein Kabel. Ein Kabel. Und dann können wir uns gleich mal hier mit dem wichtigsten Gerät beschäftigen. Dem Controller, der hoffentlich hier drin ist. Sonst wäre ich dezent enttäuscht. Da ist er. Da ist er. Und er hat auch die Ersatztasten schon hier mit dabei. Auch ganz ähnlich wie der Xbox-Controller. Nehmen wir ihn mal raus. Das ist er. Es sieht ziemlich wuchtig aus. Ziemlich, ja, nicht ganz so, ich sag mal, filigran beispielsweise wie ein DualShock. Das können wir hier gleich mal vergleichen. Man sieht schon, er ähnelt fast schon ein bisschen von der Größe her an dem Xbox-Controller. Allerdings natürlich mit dem normalen PS4 Tastenlayout. Zunächst einmal fällt auf, das Teil ist relativ schwer. Ich habe das Gefühl, der Controller ist ein Stück schwerer als ein DualShock. Liegt natürlich auch daran, dass er noch einen internen Akku hier verbaut hat, denn das Teil lässt sich auch ohne Kabel betreiben. Das hier ist natürlich der Anschluss fürs Ladekabel, aber wie gesagt, es lässt sich auch mit eben kabellos betreiben und zwar einfach per Bluetooth. Ihr müsst in der PS4 nur in den Systemeinstellungen unter Geräte eine neue Bluetooth-Verbindung herstellen mit dem Gerät und dann geht das schon. Einfach nur hier mit diesem Knopf eine neue, mit diesem Knopf eine neue Verbindung herstellen. Wenn wir schon hier sind, hier gibt es eine Reihe interessanter Buttons, unter anderem eben die Bluetooth-Connection, dann eine Verbindung zur App, dazu kommen wir gleich. Dann kann man hier aussuchen, welchen Farbeffekt man haben will. Also man kann die umschalten. Hier aus, beziehungsweise dass der nur auf Tastendruck reagiert. Nur einfarbig und eben von Pulsieren über wellenförmig. Es gibt irgendwie alle möglichen Effekte bis zu Regenbogen. Außerdem kann man hier als letzte Taste noch die Tastensperre einstellen. Also dass einige Tasten wie die Share-Taste oder PlayStation-Taste gesperrt sind. Was auch immer das bringt, aber okay. Unten haben wir noch einen Kopfhöreranschluss fürs Headset. Achtung, wenn das Teil im Funkbetrieb ist, bekommt ihr keinen Sound über ein angeschlossenes Headset. Ist mir ein Rätsel, warum. Vielleicht ist das eine Software-Sache. Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht auch braucht man eine neue Firmware. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei mir funktioniert es nicht. Schauen wir nochmal die Unterseite genauer an. Vor allen Dingen, interessant, der Modusschalter. Ich bin jetzt auf PS4 BT, also Bluetooth. Dann gibt es noch USB, eben das ist der Kabelbetrieb bei der PS4. Oder Bluetooth PC, also PC BT heißt es hier. Auch interessant, die programmierbaren Tasten natürlich. An der Unterseite eben M3 und M4 und an der Vorderseite M1 und M2. Und die können wir mit der App programmieren. Die App gibt es gratis für iOS und für Android-Geräte. Und die kann eben eine Verbindung mit dem Controller bzw. mit dem Schwestermodell machen. Deshalb nehmen wir eine Verbindung auf per Tastendruck zur App. Hier blinkt es und wir können hier erneut verbinden. Und dann haben wir Zugriff auf den Online-Speicher. Hier gibt es insgesamt 4 verschiedene Profile, die wir abspeichern können auf dem Gerät. Und wir können sogar noch mehr Profile abspeichern, und zwar online, einfach in der Cloud. Und die können wir auch immer wieder abrufen und auf den Controller drauf spielen. Schauen wir uns mal an. Beispielsweise Shooter. Da ist es klar, was heißt klar? Da können wir diese 4 Tasten programmieren. Eben die an der Unterseite, in dem Fall ist es Kreis und X, das heißt hier unten ist das eben Kreis und X, und eben die an der Vorderseite, Viereck und Dreieck in dem Fall. Ja. Kann man natürlich auch umbelegen und sagen, ich hätte gerne
das Steuerkreuz nach oben beispielsweise. Dann haben wir das Steuerkreuz nach oben oder irgendeine andere Taste. Außerdem können wir einstellen, wie stark die Vibration sein soll der beiden Motoren. Das ist natürlich auch ein nettes Feature. Vor allen Dingen, dass man beide Motoren ansteuern kann. Und nicht zuletzt kann man noch den Chroma-Modus, die Chroma-Effekte ändern, wo man eben angibt, ja, was für eine Farbe soll diese Leuchtstreifen besitzen. Man kann das irgendwie direkt live umändern. Man stellt sie um und es wird quasi in Echtzeit gleich umgesetzt. Man kann auch irgendwie die Helligkeit einstellen. Man kann das auch abschalten, quasi, wenn man da gar keinen Bock drauf hat. Und die Farbintensität einstellen und was für ein Effekt. Atmung beispielsweise, das heißt, das Ding pulsiert. Wir haben immersiv, wir haben reaktiv, wir haben Spektrum, wir haben statisch, wir haben Welle. Ich erkläre jetzt nicht alles, was da alles ist, aber wenn man beispielsweise Spektrum nimmt, dann wechseln einfach hier die Farben durch. Bei Welle kommt eben der typische Regenbogeneffekt, den wir vom Anfang schon gesehen haben. Und das lassen wir jetzt einfach mal so. Was man auch noch einstellen kann, ist die Empfindlichkeit der Sticks. Man kann die Sticks so einstellen, dass sie weniger empfindlich sind. Allerdings benötigt das einen Tastendruck. Das heißt, man muss eine der Zusatztasten dazu programmieren als Umschalter. Man drückt die Taste und bewegt den Stick und kann dann eben entsprechend langsamer aimen oder genauer aimen, wenn man will. Ich habe mir übrigens noch ein Profil angelegt für Rennspiele, in dem Fall Gran Turismo. Und zwar für die unteren Buttons nehme ich Viereck und Kreis, und zwar deswegen, dass es hoch und runter schalten. Das ist sehr praktisch. Und für diese vorderen nehme ich das Steuerkreuz nach links und rechts. Das ist zur Seite gucken, nach links und rechts. Und damit muss ich nicht mehr umgreifen. Und warum das so wichtig ist, sehen wir eigentlich gleich im Shooter-Setup. Denn bei einem Online-Shooter, vor allen Dingen bei einem Online-Shooter, kommt es auf Reaktionsschnelligkeit an. Und da habt ihr ein kleines Problem, denn eigentlich benutzt ihr den rechten Stick, um euch umzugucken. Bloß dummerweise, wenn ihr beispielsweise nachladen müsst, müsst ihr umgreifen. Das heißt, ihr habt den rechten Stick nicht mehr in der Hand. Das heißt, ihr müsst dann kurz umgreifen und könnt das dann wieder zurück zum Analogstick, zum rechten. So, und dafür sind natürlich diese Zusatztasten gedacht. Das heißt, ich muss im Grunde gar nicht mehr meinen rechten Daumen nicht mehr vom Analogstick wegnehmen. Ich kann einfach per Knopfdruck, in dem Fall hier vorne mit der Zusatztaste, nachladen und mich weiter bewegen. Dasselbe gilt natürlich für Springen. Ich kann im Sprung eigentlich mich umdrehen. Und natürlich für Kriechen auch, beziehungsweise für Ducken. Ja, genauso kann ich auch die Waffe noch wechseln und mich da währenddessen noch schnell umdrehen. Ja. Und das ist eigentlich relativ angenehm. Es ist sehr, 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 ja, ich sag mal nützlich. Es ist nicht spielentscheidend vielleicht, aber es ist sehr, sehr angenehm, dass es dieses Feature gibt. Und man gewöhnt sich sehr schnell dran. Das heißt, sobald ich wieder auf normalen PS4-Controller gehe, denke ich mir, ich hätte es doch gerne wieder die Zusatztasten. Zum Thema Analog-Sticks: Man kann die Sticks ja austauschen. Es werden zwei weitere Sticks mitgeliefert: einen mit längerem Schaft und einen nach außen gewölbten. Die kann man einfach draufsetzen, je nachdem, wie es angenehmer ist. Also beispielsweise auch so. Man kann ja auch hin und her tauschen, wie man lustig ist. Je nach Geschmackssache, wie man eben die Sticks, ja, haben will. Was mir auffällt, die Sticks sind ein bisschen rutschig. Vor allen Dingen diese nach außen gewölbte, da rutsche ich ganz schnell ab. Also die hätten ruhig ein bisschen rauer sein können oder ein bisschen mehr gummihafter, sage ich mal. Das ist einer der kleinen Nachteile hier. Auch austauschbar, interessanterweise, ist das Steuerkreuz. Ja, da kann man eben zwischen zwei Modellen wählen. Zwischen einem Modell mit einzelnen Tasten und einem Modell, wo das Steuerkreuz aus einem Stück besteht. So, das passt auch rein. Ist übrigens alles magnetisch. Per Magnet rutschen die genau in die richtige Position. Die Sticks genauso wie das Steuerkreuz. Und ja, dann kann man eigentlich schon loslegen. Auch interessant, ups, das habe ich vorher noch nicht erzählt, an der Unterseite gibt es jetzt zwar noch zwei Kippschalter. Das hat einfach den Grund, dass man den Hebelweg dieser Tasten verkürzen kann. Ihr habt da euren Aim normalerweise auf den Schultertasten und das Schießen natürlich auch. Aber beim Shooter könnt ihr den Weg verkürzen. Jetzt habt ihr nur noch einen kürzeren Hebelweg. Aber das reicht trotzdem fürs Aim. Hier ist der lange und
hier der kurze Weg. Und das kann man eigentlich beides umschalten und im Grunde, ja, ist man, ich weiß nicht, ob man wirklich, wirklich schneller ist, vielleicht irgendwo eine halbe Zehntelsekunde, ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem angenehmer, man ist ganz schneller, man ist schneller am Anvisieren und schneller vielleicht am Schießen. Das Schöne ist an den Zusatztasten, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, dass er nicht nur für Shooter nützlich, sondern eben auch für allerlei andere Spiele, wo ihr euch eben das Umgreifen ersparen wollt. Beispielsweise auch bei Rollenspielen wie Skyrim. Was auch sehr schön ist, die Schultertasten sind echt sehr, sehr groß, fallen sehr groß aus. Sie sind im Grunde auch dem Xbox-Controller nachgeahmt. Die sind echt riesig und mit eurem Zeigefinger könnt ihr wirklich alle drei Tasten gut erreichen. Also der Zeigefinger rutscht ja zwischen L1 und L2 oder R1 und R2 rein. Und an der Spitze quasi vom Zeigefinger ist eben der zusätzliche M-Button, in dem Fall M2. Und so habt ihr eigentlich immer alle drei Tasten in Griffreichweite. Auf der Unterseite mit dem Ringfinger erreicht ihr die anderen beiden Tasten, die zusätzlichen. Hier ist ein kleiner Nachteil auch, die Teile sind sehr, sehr, sehr leichtgängig. Fast zu leichtgängig und sie sind fast zu groß. Das heißt, man tippt schon mal, wenn man nicht aufpasst, aus Versehen drauf und löst eben aus Versehen irgendwie eine Aktion aus. Das gefällt mir beispielsweise beim SCUF-Controller viel besser, da sind ja größere Paddles verbaut und die sind deutlich knackiger. Moment, ich habe hier einen SCUF-Controller da und das kann man ganz kurz zeigen. Hier, die sind, man hört es auch, die sind knackig und man hat ganz genau einen Druckpunkt. Das ist bei denen leider nicht ganz so gut. Der Controller liegt sehr gut in der Hand. Er ist auch vor allen Dingen für größere Hände gut geeignet. Vor allen Dingen die Griffhörner wirken ein bisschen wuchtiger als beim normalen PS4-Controller. An der Unterseite ist er auch gummiert mit einer gröberen, raueren Oberfläche. Das heißt, er bleibt recht gut in der Hand. Auch interessant, das habe ich auch noch nicht erwähnt, die Action-Tasten haben auch einen sehr, sehr leichtgängigen Druckpunkt. Man hört es auch ein wenig, die klicken leicht. Das heißt, man hat immer, weiß aber trotzdem ganz genau, obwohl sie so leichtgängig sind, dass man die gerade gedrückt hat. Also sie sind sehr, doch recht knackig, obwohl sie so leichtgängig zu handeln sind. Ähnliches gilt auch für Steuerkreuz. Steuerkreuz hat auch einen ganz, ganz genauen definierten Druckpunkt. Das heißt, man drückt da eigentlich kaum daneben. Auch L3 und L3 genauso. Die sind vom Handling, wirken genau wie beim DualShock-Controller. Ganz genauso eigentlich. Auch die Sticks sprechen ähnlich an. Sie haben eine relativ kleine Dead Zone. Sie haben ganz, ganz, ganz minimale Dead Zone, also ganz, ganz kleine tote Zone, aber sie sprechen relativ schnell an. Nichtsdestotrotz ist mir aufgefallen, vielleicht ist es auch aber einfach nur Geschmackssache. Bei meinem SCUF-Controller habe ich das Gefühl, dass die Sticks noch besser ansprechen. Bin mir nicht ganz so sicher, ist auch Geschmackssache, wie gesagt. Vielleicht ist es auch einfach nur Übung oder Gewohnheit. Bleibt die große Frage, lohnt sich ein Controller, der 200 Euro kostet? Das kommt natürlich auf eure Ansprüche an. Wenn ihr ein Pad sucht, das eben programmierbar ist, das eben Zusatztasten aufbietet und eigentlich eine ähnliche Ausstattung auch hat wie ein SCUF-Controller, unter anderem mit verkürztem Hebelweg, der Schultertrigger, dann seid ihr eigentlich schon richtig bei dem Gerät, denn beispielsweise, wenn ihr einen SCUF-Controller selbst konfiguriert, kommt ihr ganz schnell über 200 Euro. Was mir nicht so gefällt, trotzdem ist der hohe Preis, denn beispielsweise der Konkurrent Nacon bietet deutlich günstigere Controller an mit ähnlicher Ausstattung und dort kann man auch das Reaktionsverhalten der Analogsticks noch besser konfigurieren. Das geht hier zwar auch, aber es könnte rück noch ein bisschen besser werden. Was mir sehr gut gefällt, sind austauschbare Sticks, die man einfach magnetisch einklipst und wieder rausklipst, wie man will. Auch die LED-Leiste, die ist natürlich Geschmackssache. Ich bräuchte sie jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wenn ihr auf sowas steht, da weiß ich, dass das tun sehr viele. Ist natürlich ein nices Feature, aber wie gesagt, mich lenkt es eher ab vom Spielen. Ergonomie ist, wie gesagt, sehr gut. Alle Tasten sind sehr gut erreichbar, alle Tasten sind sehr schön knackig, bis auf die unteren Tasten M3 und M4. Die sind ein bisschen zu leichtgängig, daran gewöhnt man sich. Wie erwähnt, wenn ihr euch einen SCUF-Controller zulegen wollt, kommt ihr meistens auch ganz schnell über die 200 Euro. Da könntet ihr eben auch zu diesem Razer Raichu Ultimate greifen. Allerdings gibt es den Vorgänger Raichu ein wenig günstiger, teilweise schon um die 100 Euro. Also ist es eher eine Preisfrage, für was ihr euch entscheidet.
Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Gefällt mir da lassen und ein Abo. Und dann sieht man sich gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.